Oh, direkt sogar die Charakterstellung. Binnens Juri. Binnens war mein Spitzname. Freue ich mich. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rosé. Rosé. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs, Dalian. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen, Dalian, der Unschlagbare. Das hättest du wohl gern. Ich verliere nie. Glurak Dynamax. Pokémon Schwert. Ja. Und damit begrüße ich euch zu Pokémon Schwert. Und ich freue mich extrem, es spielen zu können. Ich werde auch alles vorlesen, was da passiert. Also, das gehört ja irgendwie zu einem Pokémon Let's Play dazu. Und ich freue mich. Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Hey Juri, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Juri abholen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beute. Wir stauben bestimmt einen Mitbringsel ab. Ich warte draußen auf dich. So. Im Empfangsschlafkörnchen liegen manchmal Essensreste verstreut. Steuern tut sich schon mal sehr zügig. Oh, hoppla. Ah, so mache ich das Menü auf. Direkt die Textgeschwindigkeit auf Maximum stellen hier. Ja, ja, ja. Automatisches Speichern. Machen wir aus. Brauchen wir nicht. So. Dein Beutel müsste in dein Zimmer liegen. Und vergiss deine Mütze nicht. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Ist das mein Zimmer? Ah, hier ist mein Zimmer.
Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü. Wenn du im Spielmenü Speichern auswählst, dann kannst du deinen Spielfortschritt sichern. Außerdem kannst du dir im Spielmenü unter Karte die Landkarte der Region und dein Zielort ansehen. Die Abenteuerfibel kannst du jederzeit wieder zu Rate ziehen. Du findest sie bei den Basis-Items in deinem Beutel. Okay. Oh, hat er einen großen Fernseher. Meiner ist größer. Ha. Gut sieht so aus. Der Beutel steht dir. Dann mal viel Spaß euch zwei. Und versprich mir, dass ihr nicht in den Wald geht, ja? Ich finde, das sieht echt hübsch aus. Oh, okay. Ladezeiten. Ein Knospi. Es gibt ja aktuell sehr viel Kritik, was Pokémon Schwert und Schild angeht. Zum Beispiel der Dexit, so wie er genannt wird. Dass ja die sehr viele Pokémon rausgestrichen wurden, aber mich juckt das nicht. Ich freue mich auf dieses Spiel ohne Ende. Wow, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Schau mal, im Volley. Was macht es denn da? Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat dir doch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Volley! Hoffentlich hat es das begriffen. Aber jetzt zu uns, Yuri. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Ein Smetbo, das da fliegt. Es sieht schön aus. Wally! Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Ah, da wird mir eindeutig gezeigt, dass ich da noch nicht durch soll. Huhu, Yuri. Hopp wartet auf dich. Schau doch erstmal bei ihm zu Hause vorbei, bevor du in die Stadt gehst. Die Musik gefällt mir. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Yuri ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal. Wo ist der denn? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Aha, dann gehe ich ihn besser abholen. Darien hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Yuri? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Nett, dass du mitgehst, Yuri. Grüß mir meinen Darien. So, ich bereite jetzt erstmal alles für unsere Grillparty vor. Ah, die haben... Psyogon? Ist es Psyogon? Ne, Psyogon sah anders aus. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Es wird zu Cleopatra. Darien ist so beschäftigt, dass er nur noch selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schön sauber und aufgeräumt sein. Jo. Der mag Basecaps. Glurak, Machomai. Oh, Gengar. Er hat Geschmack, ich mag es. Wer Gengar als Bild hat, das kann nur ein guter Mensch sein. Psyogon war das diese Psychokatze. Mir fällt der Name nicht mehr ein von dem Pokémon davor. Cleopatra und davor kommt. Alles stark, klar? Dann los. Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon herum. Ich habe jetzt zum Glück meinen Volley, falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras. Route 1.
Gehen wir meinen Bruder abholen. Der Bahnhof ist gleich da vorne. Burstberry. Entschuldigung, ich habe kurz was getrunken. Hallo, Burstberry, euer Champ Darien ist wieder hier. Was für ein Empfang. Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, es ist wirklich, Darien ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages im Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen. Na klar, ist doch Ehrensache, du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Glurak wären meine Pokémon bestimmt nie. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr, aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galars aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Es ist so lächerlich, wie klein Glurak ist. Glurak! Hey, Bruderherz! Ah, hopp! Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich ansehen. Mann, bist du groß geworden. Das sind gut 3 Zentimeter mehr. Gut geraten. Dein Blick entgeht wirklich nichts, aber das wundert hier sicher keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Halt, sag nichts. Hopp hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Yuri sein. Ich bin Darien, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galars. Meine Fans nennen mich deshalb auch Darien, den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu leise. Hopp und seine Wettrennen, immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. Gott, hat er für die Sticker da hinten. Der verdient einen Haufen Kohle nur durch Werbung wahrscheinlich. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Champ Time! Und dein Glurak bleibt einfach da stehen? Ah ne, das fliegt los, okay. Jetzt spann uns nicht länger auf die Fort. Warte, ich mach meine Stimme ein bisschen leiser. So. Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs, ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr euch auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet, deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Los, meine Kleinen, zeigt den beiden, was in euch steckt. Das Pflanzen-Pokémon Chimpap. Das Feuer-Pokémon Hoplo. Das Wasser-Pokémon Memion. Mamien. Memion? Genug gespielt, kommt bitte mal wieder her. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Oh. Ein Charakter, der Emotionen zeigt. Wähle du zuerst, ich habe ja schon meinen Volley. Ja, ich habe ein bisschen überlegt, welches ich nehmen möchte.
ich muss sagen, Affen gab es meiner Meinung nach schon genug. Hasen war bis jetzt nie wirklich überzeugend für mich, deshalb habe ich mich auch hier, weil es für mich auch immer der liebste Starter war, bei sämtlichen Generationen, für den Wasserstarter entschieden. Also ich spiele mit Mamion. Außerdem finde ich ihn irgendwie niedlich. Das Wasser-Pokémon Mamion ist sanftmütig, viel leise plätscherndes Bächlein und sehr anpassungsfähig. Entscheidest du dich für das Wasser-Pokémon Mamion? Ja. Du hast dich für Mamion entschieden. Nein, wir wollen keine Spitznamen geben. Ich muss mir die Namen irgendwie einprägen. Ah, du hast ja also Mamion ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Hoplo. Du bist ab sofort mein Partner. Er nimmt das, was schwach gegen uns ist. Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Das habe ich mir schon gedacht, Hop. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Juri ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann so gut wie ich zu werden. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werdet hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon sind natürlich auch gesorgt. Ich will kämpfen. Tiri. Gib's zu, Hop. Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinen neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ob, Bruderherz, Juri und Mamion haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön. Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Waltet immer den Glauben aneinander. Gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinen würdigen Rivalen. Hallo? Was schaust du ihn denn dabei an? Wenn hier jemand dein Rivale wird, dann ja wohl ich. Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Juri und ich Rivalen im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Jetzt sind wir waschechte Trainer. Aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal, ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Na klar. Glaubt an eure Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat, in- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Pokémon-Trainer Hop fordert dich heraus und setzt Volley ein. Auf in den Pokémon-Kampf! Ich habe schon zwei Pokémon. Das Overlay gefällt mir. Klaps. Das wird sowas wie Fund sein, ha? Huh? Tackle. Ah, 3 KP ist in Ordnung. Dann machen wir weiter mit Klaps. Sollten jetzt 2 auf dem dritte runter sein. Bringen wir unsere 14 runter. Das ist gut. Und erste Pokémon K.O. Und dann werden wir jetzt wahrscheinlich auch unser Level abbekommen und eine Wasserattacke erlernen. Erfahrungspunkte erhalten. 55. Level 6. KP-Angriff, okay, scheint Spezialangriff sehr gut zu sein. Und ja, da ist die Wasserattacke. Nicht so schnell, ich habe noch ein nasser Märmel. Hoplo. Und Aquaknarre. Wird's ein One-Hit? Nee, wird's nicht. Okay, sehr gut. Weißt du etwas schon Bescheid über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen? Natürlich.
4 KP. Hat auf jeden Fall mehr Angriff als das Wolli. Aber nichts gegen meinen Aquaknarre. Zack. Und Level 7. Pokémon-Trainer Hopp wurde besiegt. Ich hatte 2 Pokémon dabei und habe trotzdem verloren. Du und Memion seid echt krass. Du gewinnst 400 Poké-Dollar. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Um einer hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Ja, wäre auch total fair gewesen. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Und ich trinke einen Schluck. Du hast echt Talent, Yuri. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hopps Rivale wirst, damit ihr aneinander wächst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruderherz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Puh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du wirst also an der Arena-Challenge teilnehmen, den großen Turnier Galas? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Yuri. Ich schlage vor, ihr besorgt euch einen Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinem Pokémon gefüllt. Versteht ihr? Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Schauen wir gleich im Pokémon-Labor vorbei, um da einen Pokédex abzugreifen, Yuri. Ich mag deinen Enthusiasmus, Hopp. Okay, ich sag der Professorin Bescheid, dass ihr kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit Links verständigt. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hopp beginnt hier. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Ach, immer dieses sagt deiner Mutter Bescheid. Mein Gott, die weiß doch, dass ich jetzt ein Pokémon habe. Oh? Hey, was war das gerade für ein Geräusch? Hast du das auch gehört, Yuri? Das Wolli ist wohl durch den Zaun gekommen. Oh nein, das Tor ist offen und das Wolli ist spurlos verschwunden. Easy. Es hat vorhin doch immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Sag mir bitte nicht, dass es da reingerannt ist. So ein Mist, das ist doch eigentlich Zutritt verboten. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Oh je, Prügelei in der Familie, das ist nicht gut. Was machen wir jetzt, Yuri? Retten wir das Pokémon? Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist der Zutritt verboten, aber das zählt ja wohl eindeutig als Notfall. Da hilft nur eins, Augen zu und durch. Komm, Yuri, jetzt wird rangeklotzt. Ich will Pokébälle. Ich will Pokémon fangen, aber Pokébälle. Oh mein Gott. Ab in diesen gruseligen Wald. Na los, Yuri, wir müssen den armen Pokémon helfen. Der Schlummerwald. Hallo? Wolli? Mist, wo ist es bloß hin? Oh Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Ich will Pokémon fangen. Ich habe keine Pokémon-Bälle, aber ich will ein Pokémon fangen. Ein Raffel erscheint. Ich habe keine Pokébälle. Oh Mann. Ja, bleiben wir erstmal bei der Stärke. Spezialangriff. Ein Rotenschlag ist okay. Und Klaps. Bam. Tja, Raffel. Ich will mal gucken. Bericht. Sehe ich hier die Werte? Ich kenne mich leider noch nicht mit denen. Ich glaube, rot. Rot heißt, geht runter, oder? Oder geht heißt rot, dass es hoch geht? Ich glaube, es geht hoch. Rot ist hoch, blau ist runter. Ah, ich weiß nicht. Verdammt. Ich habe nie auf die Wesen geachtet. Ich war eher Casual-Spieler. Geht es deinem Memon gut? Komm, ich mach schon. Ehrlich. So, das war schon. Weiter geht's. Jetzt wird rangeklotzt. Die Musik gefällt mir wirklich.
Noch ein Raffel? Oh, ein Mikro. Ich will Bälle haben. Ah, Wanted KO hier. Easy peasy. Gibt alles keine EP hier. Ich will sie fangen und trainieren. Hast du es eben auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? In jeder Wiese ein neues Pokémon. Nee, Raffel. Na, Rundenschlag. Aber da ich jetzt ungefähr 50% abgezogen habe, sollte das perfekt reichen. Easy. Oh, 19. Ja. Beeilung, Juri. Ich mache mir riesige Sorgen um Wolli. Ich sehe nichts. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier rausekeln. Was ist das? What? What? Level Fragezeichen wahrscheinlich? Ja. Das ist nur eine Illusion. Das geheimnisvolle Pokémon betrachtet euch eingehend. Was und die Attacke war völlig wirkungslos. Egal, wir machen weiter. Euler! Da hat es ja keinerlei Wirkung. Uff, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Juri? Wir kämpfen trotzdem weiter. Der Angriff zeigt keinerlei Wirkung. Ich sehe überhaupt nichts. Uwa! Game over. Spiel durchgespielt. Hopp, Juri. Derjen? Wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht, da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wolli? Es hatte sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten, deswegen sind wir überhaupt hier. Wolli! Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos, hört mal. Auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach loszustürmen, ohne Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles nochmal gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos, aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment, welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Darien. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es durchgehen. Die Attacken sind durch es durchgegangen? Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen? Oder war es nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat in euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften.
Aber jetzt sollten wir erstmal wieder zu umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr sicher wieder rauskommt. Dayan hat uns zwar eine kleine Stammpauke gehalten, aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert. Das wird ein weiteres, spannendes Kapitel in der Legende von Hopp. Ja, weil dich am Ende jeder noch kennen wird. Muss noch was trinken. Bevor wir nach Brassbury gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Eine Stammpauke pro Tag reicht dicke. Ich muss mein Mikro mal ein bisschen... damit ich mich ein bisschen umpositionieren kann. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal zurück und sagen Mutter Bescheid. Mem? Oh, das ist ja mein süßes Memion. Ihr wollt nach Brassbury, um euch einen Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Dayan hat mir schon davon erzählt. Hier, ein kleines Taschengeld für meinen großen Sohn. Kauf dir davon ein Pokopacenter, ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst und kümmere dich gut um dein Memion. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht zu viel ab. Mem! Und du, Memion, pass mir gut auf meinen Yuri auf, ja? Ich muss kurz gucken, wo ich meine Energy stehen habe. Du weißt ja, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Gott sei Dank wird nicht viel gelabert hier. Du, 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 du. Pokémon, Pokémon, du, 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 du. Sagst du noch das Gleiche? Ja, sagst du. Ich will ein Pokéball. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ich werde am hohen Gras ein bisschen mit meinen Hoplo trainieren. Wir treffen uns dann am Pokémon-Labor, ja? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Ich will Pokébälle. Ich will Pokébälle. Ich will Pokébälle. Ich will Pokébälle. Geh weg, ich habe keine Pokébälle. Ich will euch fangen. Ich will euch fangen, ich will euch trainieren und ich will euch entwickeln. Ich habe noch keine Idee, welche Pokémon ich außerdem bei mir haben möchte. Nur, dass ihr es wisst. Oh, ich hab Pokémon. Jawoll! Dann machen wir einen Klaps. Aquaknarre war vorhin zu stark gegen das eine. So, gucken wir mal. Ja, das sieht sehr gut aus. Noch ein Klaps, dann sollten wir es im roten Bereich haben. Piekser. Also eigentlich Schnabel. Einsetzen, los. Gib mir mein Mikro. Jawohl. Klasse. Mikro wurde gefangen. Ich denke die ganze Zeit, ich sage Mikrofon auf Englisch. Mikro. Nein, möchten wir nicht. Mikro wurde in dein Team aufgenommen. So, dann wollen wir es auch direkt mal heilen. Achso, ja, stimmt. Ich könnte es auch direkt über das Teammenü heilen. Das wäre, glaube ich, clever. So, wir packen Mikro nach vorne. Ein Volley fangen wir uns auch noch direkt. Piekser. Los geht's. Ah, ist nicht schön. Nicht meinen Angriff senken, den brauche ich. Eieieiei. Ja, ein Negativpunkt, der mir nicht so ganz gefällt, ist, dass jedes Pokémon im Laufe eines Kampfes Erfahrungspunkte bekommt, ob es nun teilnimmt oder nicht. Das heißt, der EP-Teiler ist jetzt eine Standardfunktion des Spiels. Deshalb habe ich Sorge, dass ich hier gnadenlos überleveln werde. es hat die Verteidigung erhöht, also könnte ich einen Klaps machen. Oh, es hat aber eine gute Verteidigung.
Gar nicht mal so einen schlechten Angriff. Na gut, der Step kommt noch drauf, ne? Das wird wahrscheinlich normal sein. Jetzt schon versuchen zu fangen? Naja. Einmal machen wir noch. Okay, dann können wir doch mal machen. Wird zwar kaum noch Schaden machen, aber ich möchte es so schwach wie möglich haben. Sehr schön, jetzt haben wir es im roten Bereich. Kriegen jetzt nochmal 4 KP Schaden. Oh, 3 sogar. Oh, okay, ich hätte 4 gedacht. Und los, Pokéball! Sehr schön. Wolli wurde gefangen. Haben wir schon unser drittes Teammitglied. Oh. Klammergriff von Memion. Und Maiko ist bis Level 5. Lernt Überheblichkeit. Okay. Nein, wir wollen keinen Spitznamen. Wir machen das direkt hier, wie gesagt. Wir werden dich jetzt mal heilen. Einsetzen. Sehr schön. Dann heilen wir dich jetzt auch. Sehr schön. Ich finde einen Trank. Oh, guck mal, da haben wir noch einen Raffel. Okay, du bist nochmal so eins. Ich wollte das Raffel. Raffel? Sehr schön. Anwender breit mit seiner Stärke und greift das hier an. Dieser Angriff ist umso stärker, je weiter die Statuswerte des Anwenders erhöht sind. Ah, das ist wie. Oh, ich weiß nicht mehr, wie der Angriff, wie das heißt. War Standpauke? War das so ähnlich? Standpauke war nicht so. Das war was anderes. Na, mir fällt's nicht ein. Okay. Und dann fangen wir jetzt noch das Raffel. Jawohl. Wie die alle wegrennen. Irgendwie niedlich. Ich denke immer von aus, das sind so die Standard-Pokémon, die man jetzt am Anfang fangen kann. Ja. Kann nicht mit euch reden. Willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du tun? Ich möchte etwas kaufen. Ich kann keine Bälle mehr kaufen. Wir kaufen mal 5 Tränke. Wir können schon Beleber kaufen. Alle Züge verspäten sich aufgrund von außerplanmäßigen Wartungsarbeiten. Nein, ich wollte mit dir reden. Einfach fantastisch, wie sich die Landschaft stetig verändert, wenn man aus dem Zugfenster sieht. Oder man schläft einfach während der Zugfahrt ein und verpasst seinen Ausstieg. Alles sehr schön. Der Champion ist hier. Nein, ich will mit denen. Ich weiß noch, was auf dem Schild stand, das es hier mal gab. Nach rechts geht es zum Pokémon-Labor. Auf der anderen Seite liegt der Bahnhof. Ach ja, das war ein schönes Schild. Ja, wozu braucht man ein Schild, wenn man dich hat? Man kann hier einfach rein. Stimmt, ja. Das große Gebäude gleich nebenan ist das Pokémon-Labor. Oder suchst du Professor Magnolika? Die findest du in ihrem Haus, ganz am Ende von Route 2. Ich werde versuchen, mit jedem zu reden. Einfach nur, weil es einfach dazugehört zum Pokémon. Du hast hergefunden. Gut gemacht. Als ich zum ersten Mal nach Brassbury musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich hab's nicht so mit der Orientierung. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, was? Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs Herumlotsen, Partner.
Aber genug gequatscht. Komm, lass uns reingehen. Hurra! Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolica zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Woll, woll, woll! Er sieht süß aus. Darien, was führt dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist? Oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Hat eine etwas maskuline Stimme, aber es ist okay. Hallo Voidi, na mein Kleiner. Achso, verdammt. Hallo Voidi, na mein Kleiner. Danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Dieses Pokémon heißt Voidi. Ich hab dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Voidi hat mir schon so oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte. Und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Hallo, so stellst du mich vor? Glaubst du an unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrschein für blöde Witze? Dabei musste ich dir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voidi. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sanya, die Assistentin der Professorin. Du nimmst mich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text, das ist Yuri, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du ihm ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Diese kleinen Tippeschritte. Sonst noch irgendwelche Wünsche, der Herr? Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt. Oh, du hast ja auch ein Smart Rotom. Hey Rotom. So ein Smart Rotom ist schon was Tolles, besonders die Karten- und Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können, außer Darien natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin ein Profi. Na sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht mehr viel mehr zu tun, als den Pokédex auf deinen Smart Rotom zu installieren. Kein Tutorial. Oh mein Gott. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolica, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Können wir machen. Ich denke mal, den ersten Part werde ich jetzt eine Stunde machen. Und darauf die Parts sind so eine halbe Stunde ungefähr. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr genauso viel Spaß an diesem Spiel haben werdet wie ich. Darien hat sich zu einem hervorragenden Champ gemausert, während ich mich mit der Arbeit als sogar selbsternannte Assistentin zufrieden geben muss. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Tja, passiert halt, ne? Hallo junger Pokémon-Trainer, tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade im Pokémon-Labor, oder? Dann hast du ja bestimmt auch einen Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders, als neue Trainer anzusprechen und dir etwas unter die Arme zu greifen. Hier, für dich. Danke, fremder Mann, der ein Kind einfach so anspricht auf der Straße. Du verstaust das Seite und mir außerdem etwas gibt. Das ist ein Trank. Setze ihn ein, wenn eines deiner Pokémon Kraftpunkte oder kurz KP verloren hat. Tränke kannst du übrigens auch in Kämpfen einsetzen. Wissen ist Macht. Wer sich informiert, hat schon halb gewonnen. Sprich daher immer so viele Leute an, wie du nur kannst und dies genau, was auf Schildern steht. Danke, fremder Mann, der kleinen Kindern einfach Sachen gibt. Wenn du dich auf deinen Reisen verirrst, wirf einfach einen Blick auf die Karte. Hier auf dem Land geht es richtig ruhig zu. Die Großstadt dagegen wird dich umhauen. Wieso wollen die mich umhauen? Ich hab dir doch gar nichts getan. Wenn ich die gleiche Pose wie der Champ einnehme, fühle ich mich direkt stärker. Ich hab Darien am Bahnhof gesehen. Selbst vom Weiten strahlt er Stärke aus. Der? Er kann doch gar nichts. Sanya hat den Pokédex auf dein Smart Rotom installiert, stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Ab jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich vermittelt es da draußen nur so vom wilden Pokémon und übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich so ein Pokémon-Center auf. Alle Pokémon-Center sehen gleich aus. Du kannst sie also gar nicht verfehlen. Komm, werfen wir einen Blick hinein. Mir nach, Yuri.
Tutorials. Ich habe gesagt, ich bin ein Profi. Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon-Center, Yuri? Nein, ich kenne mich schon aus. Na, dann muss ich dir ja nichts mehr erklären. Es ist ein Traum. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Yuri, ich gehe schon mal zur Route 2. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist. Ich weiß nicht, ob geheilt wurde. Ich will nicht nachgucken. Aber ich heile einfach mal meine Pokémon. Sehr schön. Vielen Dank für deine Gute. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Du willst also, dass meine Pokémon verletzt werden? Damit du sie wieder behandeln kannst? Mit deinen Drogen bespritzen? Ja, ich hab dich durchschaut. Wo wären wir nur ohne die Pokémon Center? Hier kannst du deine Pokémon heilen lassen, so oft du willst, und das sogar kostenlos. Willkommen beim Pokémon Supermarkt. Was möchtest du tun? Ich möchte kaufen, und zwar Pokébälle, die ich immer noch nicht kaufen kann. Sauerei. Wilde Pokémon können zwar gefährlich sein, aber nur so lange, bis du sie fängst. In den richtigen Händen hat jedes von ihnen das Potenzial, ein zuverlässiger Partner zu werden. Ich bin dein Arschwächer in Sachen Pokémon. Alltag erinnern? Oh. Okay. 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 Wow, mein Geburtshoroskop für diesen Monat trifft voll wirklich total ins Schwarze. Möchtest du vielleicht auch hören, was dein Horoskop für dich bereithält? Dann verrat mir doch mal, in welchem Monat du Geburtstag hast. 05. Und an welchen Tag? 15. Ah, okay. Dein Geburtstag ist also am 15.05., richtig? Wenn du am 15.05. geboren wurdest, dann wirst du, Hä? Was steht da? Oh Mann, da habe ich wohl Essen auf die Stelle gekleckert. Die Seite ist so dreckig, dass ich kaum noch was lesen kann. Größer, wo waren wir gerade? Ach ja. Dein Geburtstag verspricht dir ein riesengroßes Megaglück. Es kann sogar sein, dass du einen legendären Pokémon begegnest. Haha, war nur Spaß. Ja, so sieht's aus. Tschüss dann, man sieht sich. Die ist sicher jetzt schon mein Fan. Deshalb wollte mein Geburtstag wissen. Oh, ich glaube, sie wird mir was schenken. Oh, ich habe nichts für sie. Oh Mann. Morgens weckt mich mein Pokémon auf. Abends bringe ich mein Pokémon ins Bett. Ich kann mir ein Leben ohne Pokémon nicht vorstellen. Kennst du die Pokémon-Professorin? Sie genießt ein ruhiges Leben in ihrem Haus am See. Ich habe gehört, dass Dane einen jüngeren Bruder hat. Sicher ist er ein großartiger Trainer, genau wie unser Champ. Hallo, wie wäre es mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Nee. Danke für deinen Besuch. In Wirklichkeit denkst du dir so, Arschloch. Wenn man mit seinem Pokémon gemeinsam isst, schmeckt alles doppelt so gut. Du hast eher halb so viel übrig. Du findest eine Pokémon-Puppe. Eine hübsche Puppe, sie ermöglicht dir Flucht im Kampf vor wilden Pokémon. Ich gehe so gerne in der Boutique einkaufen. Ein neuer Hut reicht schon, um meine Laune zu heben. So, gucken wir mal, wie wir uns hier kleiden können. Wusstest du, dass jeder Laden andere Sachen verkauft? Also die Artikelauswahl hier ist schon etwas zu kindlich für meinen Geschmack. Wenn du etwas gekauft hast, kannst du es gerne in der Umkleidekabine anziehen. Willkommen in unserer Boutique. Suchst du noch etwas Bestimmten? Ich mag schwarz. Easy. Ich mag Kapuzenjacken. Ja komm, nehmen wir rot. Ich habe keinen Modegeschmack. Ihr werdet es merken. Aber die Hosen gefallen mir nicht. Scheiße Socken, Alter. Ah, die Schuhe gefallen mir auch nicht. Ballonmütze, Alter. Nein! Schlichte, schwarze Handschuhe. Jawohl. Doch, warte, die wollte ich ja nicht anziehen. Ja. Kann ich die Mütze absetzen? Ich habe eigentlich keinen Bock auf eine Mütze. So.
Okay. Ja. Das sieht doch chillig aus. Sag mal, Juri, für einen echten Trainer ist die Arena-Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Die Arena-Challenge? Du weißt nicht, was die Arena-Challenge ist? Na, das ist dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Um sie für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Den könnte mir jederzeit einen ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Deshalb will ich jetzt die Professorin um Rat fragen. Du wirst doch bestimmt auch an der Arena-Challenge teilnehmen, oder? Dann könnten wir uns beide gegenseitig anspornen, wie echte Rivalen. Die Professorin wurde am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu trainieren. Ich rasier dich eh. Tschüss. Auch ohne Training. Lappen. Ich hab dich nur ausgenutzt, damit ich Pokémon bekomme. Zwischen Sanya und Darien herrschte früher einmal eine gesunde Rivalität. Ah. Darien liebt Pokémon über alles und vor allem liebt er es, mit ihnen in den Kampf zu ziehen. Schon früher hat er immer 100% gegeben, selbst bei Übungskämpfen. Ja, weil er ernst machen muss, um zu gewinnen und nicht gechillt kämpfen kann. Lektion Nummer 1 für Pokémon-Trainer. Das Pokémon ganz oben auf deiner Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Lektion Nummer 2 für Pokémon-Trainer. Regelmäßig speichern. Lektion Nummer 3 für Pokémon-Trainer. Wenn ein Pokémon eine Attacke einsetzt, die seinem eigenen Typen entspricht, steigert das ihre Stärke. Der Step-Bonus same type as Beast. Nur das Wissen eines Trainers kann einem Pokémon seine wahre Stärke entlocken. Lesen wir uns mal kurz unsere Pokémon durch. Hopplo. Hat es Angst? Vergiss es, Tränen, die Reizstoffe enthalten, welche andere ebenfalls zum Weinen bringen. Sie sind so stark wie 100 Zwiebeln. Oh mein Gott, das Pokémon ist perfekt. Zwiebeln sind toll. Micro, es ist von Natur aus sehr mutig und fordert da jeden noch so starken Feind heraus. Selbst wenn es den Kürzeren zieht, dient dies seinem Training. Raffel, es ist überall in der Galar-Region anzutreffen. Hat es keine Bären, die es in seinen beiden Backen horten kann, wird es unruhig. Und Wally. Sein stark gelocktes Fell hat eine sehr polsternde Wirkung. Selbst eine Klippe hinunterzufallen, macht ihm nichts aus. Ich habe gemerkt, das Vieh hat eine ganz schöne Verteidigung. Das Haus der Professoren erkennt man auch vom Weiten an seinem violetten Dach. Ja, da hinten ist es. Route 2. Oh, da ist direkt ein... War das ein Voldi? Herr Juri. Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ich's dir. Wer einen Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Darien? Oh, wie ich sehe, hast du bereits Pokémon gefangen. Gute Arbeit, Juri. Die Pokébälle hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Hier habt ihr ein paar Pokébälle. Versprecht mir, dass ihr fleißig Pokémon fangt. Hier in der Gegend kommen einem die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchten sie alle einen neuen Trainer. Oh, 20. Danke, Darien. Wenn ihr ein Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte. Stellt euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft, um eure Teams zu trainieren. Erscheint bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Oh, ich aber auch. Wartet's nur ab. Ich werde 0, nicht das allerbeste Team der Welt beisammen haben. Die Professorin wird den Mund verstauen gar nicht mehr zukriegen. Das war's. Aber nicht, weil sie dich sieht. Da ist der Fuchs-Pokémon. Das will ich. Will es haben. Sieht für mich nach einem Unlicht-Pokémon nämlich aus. Oh, Level 7. Komm schon, Pixar. Heilige Scheiße, macht das wenig Schaden. Ah, das tut weh. Ihr seid alle noch richtig schwach. Los, Mamian. Sechs KP. Chill mal. Zack.
Oi, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Na, guten Schlag, alles klar, damit ist der Kampf gewonnen. Tadam! Jetzt sollte doch jeder nochmal ein Level-Up erreichen, oder? Jawohl. Micro Level 7, Body Level 5, Raffe Level 4. Und keine erlittene Attacke. Wie traurig. Oh, warte, hier ist noch was. Dich will ich auch. Kamehaps. Kamehaps. Frag mich, was für ein Typ du bist. Siehst ein bisschen elektromäßig aus. Ah, Wasser. Okay. Ui, nicht schlecht. Obwohl, eine Schildkröte ist eigentlich klar. Wir nehmen Wolle jetzt rein. Weil Maiko würde keinen Angriff mehr überstehen. Tackle. Uff. Ah, knapp. Oh, Crit. Nice. Und Pokéball. Das gibt's nicht. Komm schon. Ja, sehr schön. Und Erfahrungspunkte. Sehr schön. Micro Level 8. Klauenwetzer. Oh. Höherer Angriff. Das ist gut. Und Raphael Lempel. Biss. Eine undichte Attacke ist auch sehr gut. Er schnappt sofort nach allem, was ihm unterkommt. Der Grund dafür ist ja anscheinend, dass seine wachsenden Vorderzähne jucken. Wow. Nee, nicht Pokédex. Ich wollte zu den Pokémon. Ich wollte zu den Pokémon. Ich wollte zu den Pokémon. Ich muss nämlich heilen hier. Ich habe Gott sei Dank ein paar Tränke gekauft. Kamehaps. Das ist auch direkt geheilt. Ja, komm. Dich haben wir auch. Dann fangen wir uns jetzt noch den Fuchs. Kleppt die Fuchs. Das sieht so richtig gechillt aus. So richtig. Oh, hast du mich gerade im Gras angegriffen? Oh Mann. Jetzt muss ich kämpfen. Oh, das sieht cool aus. Sehr schön. Noch ein Pixer. Und dann haben wir auch schon stark genug geschwächt, um dann dementsprechend es fangen zu können. Jawohl. Damit haben wir schon unsere ersten 6 Pokémon zusammen. Keiner hat ein Level Up. Er stiebt jetzt Futter, das andere Pokémon gefunden haben. Dank des samtweichen Beinen an seinen Pfoten ist sein Gang lautlos. Schon, aber undicht. Dann hatte ich recht bei dem Typen. Ich habe mir schon gedacht, dass es undicht sein könnte vom Design her. Potenziell noch Feuer, aber da warten wir mal ab. Aber, dann speichern wir hier. Und ich würde sagen, das war der erste Part vom Pokémon Schwert. Bis jetzt mag ich das Spiel. Und ich weiß, dass ich mich wieder darin verlieben werde.
wie bei jedem Pokémon-Spiel. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Tschö. Mit Ö.